Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben ein sehr, sehr interessantes Konstrukt hier zu liegen. Vor einigen Tagen hatten wir ja, das war beabsichtigt, nochmal die Schlachter 1951 in ihrer Urgestalt zu sehen. Das haben wir gemacht, von Franz Eugen Schlachter. Das ist auch ein Werk, wo ich sagen muss, und ich glaube, ich habe es gesagt, behaltet es. Behaltet es bei euch im Schrank, denn es ist sehr, sehr selten. Und ich hatte damals auch gesagt, es wäre schön, wenn so etwas nochmal in neu herauskäme. Es gibt eine Revision der 1951er Revision, und zwar aus dem Jahre 2021. Das ist sozusagen die Schlachter 1951 in Revision 2021. Deswegen am Anfang meine Eingangsworte ein interessantes Konstrukt, wo man sich nämlich sagt, Mensch, 1951, da war ja noch Schlachter am Werk. Ab Schlachter 2000 waren ja viele Einzelne dran. Ich hatte das ja mal aufgeführt, wer alles bei Schlachter 2000 mitgewirkt hat. Nicht zuletzt Jansen in NT, im AT, Roger Leby. Und es gibt immer wieder Liebhaber und Freunde da draußen, die bestimmte Revisionen bevorzugen. Ist bei mir nicht anders. Ich habe auch meine Vorlieben und meine Überzeugung, was ich gerne lese. Wenn man sich jetzt alle 260 Videos anguckt, kann man versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, dann kriegt man das schon mit. Hier haben wir jetzt die Schlachterrevision 2021 auf Basis der 1951. Es ist ein Karton-Einband. Es ist das NT, steht ganz groß. Es ist nicht das AT, es ist das NT. Deswegen werden wir jetzt hier mal so einen Vergleich mit einem Beispieltext gleich machen aus dem NT. Übersetzt Franz Eugen Schlachter nach dem griechischen Urtext. Neue revidierte Fassung 2021, Schlachter 51. Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung der Genfer Bibelanstalt. Vorwort des Herausgebers. Bei der vorliegenden Ausgabe des Neuen Testaments handelt es sich um eine behutsame Neubearbeitung der Schlachter 1951, die nach 70 Jahren eine Revision erfahren hat und neu aufgelegt wurde. Im Neuen Testament haben wir den griechischen Urtext an die Textus Receptus Überlieferung angepasst und wo nötig eine Überarbeitung der alten Sprachübersetzung unternommen. Dabei war uns wichtig, die Übersetzung von Schlachter zu erhalten und dem Grundtext nach einige Wörter noch genauer und neutraler zu übersetzen. Zugleich möchten wir dem Leser alternative Übersetzungsmöglichkeiten in die deutsche Sprache an den Stellen anbieten, wo diese nach der griechischen, altgriechischen Sprache des Urtextes möglich sind. Mit einem umfassenden Fußnotenapparat bekommen Sie beim Lesen immer eine Informationsquelle geboten, wo Sie Sacherklärung, alternative Übersetzung oder andere Lesarten der Textus Receptus Tradition nachlesen können. Wir hoffen, dass wir mit dieser Revision eine weitere deutsche Bibelübersetzung in die Welt bringen, woran Wahrheitssuchende und Freunde von Jesus Christus, wir alle, ihre Freude haben werden, zur Ehre seines und unseres Vaters in den himmlischen Regionen. Erste Auflage schlachter51@web.de. So, kleine Anmerkung von mir. Es ist anhand dieses Buches, rein anhand dieses Buches, nicht möglich, rein anhand dieses Buches zu erfahren, gedruckt in Polen, wer die Übersetzung durchgeführt hat. Von wem ist sie? Wer hat sie durchgeführt? Ist nicht möglich, findest du nicht. Du findest zwar ein Vorwort des Herausgebers, der aber weiterhin anonym bleibt, außer eine @web.de E-Mail-Adresse. Das ist ein bisschen schade. Kommen wir zum eigentlichen Druck. Der Druck ist zweispaltig gehalten, das ist schon mal schön. Ich weiß, da draußen gibt es einige, die sagen, ich finde es schön, ich finde es gut zweispaltig. Und hier haben wir jetzt schon gleich den ersten sichtbaren Punkt. Du hast hier unten die alternative Übersetzung. Du hast hier unten zum Beispiel bei dem Buchstaben E, da, Textus Receptus, du wirst.
bei E. H, ja mal H, A, K, da oben. Sie werden. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben. Textus Receptus, du wirst. Wir gucken jetzt genau an die Stelle im ersten Kapitel Matthäus. Was gab es dort in der ursprünglichen Schlachterausgabe? Vers 23. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. War es in der 1951er Version? Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. War früher nochmal, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Oder hier abgeändert. Wir können auch mal in Römer Kapitel 13. Ich weiß, jetzt springen wir ganz schön weit. Römer Kapitel 13. Also ich habe die Zeit. Wir können da jetzt ruhig in Ruhe zu Römer springen. Ach Mensch, ist ja weiter links. Römer Kapitel 13. Da haben wir hier, ihr könnt ja, ich weiß gar nicht, ob ihr, kann man bei euch, kann man im YouTube-Video ranzoomen bei euch? Weiß ich gar nicht. Ich habe mir die Videos hier selber noch nie angeguckt danach. Kapitel 13, Römer. Jede Seele sei den Obrigkeiten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Ist jetzt revidiert auf Basis der 1951. Und sie klang ursprünglich im 1951 wie folgt. Jedermann sei den Obrigkeiten Gewalten untertan. Jedermann sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die vorhandenen aber sind von Gott verordnet. Also aus jedermann sei wurde jede Seele sei gemacht. Den Obrigkeiten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit. Den obrigkeitlichen Gewalten haben sie Obrigkeiten draus gemacht. Sind also doch einige Stellen, die wirklich doll einer Revision unterlegt sind. Da ist aber jetzt gar kein Buchstabe dran. Aber es sind eine ganze Menge Anmerkungen. Haben wir noch was anderes? Und zwar 1. Korinther 11. 1. Korinther 11. Das ist jetzt, ich musste ein bisschen länger suchen, denn die Schriftgröße ist doch hier schon sehr klein in der. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesu in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm, es mit Danksagung brach und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr ihn trinket, zu meinem Gedächtnis. 1. Korinther 23. Guck mal hier rein. So,
Da, 1. Korinther 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, klingt jetzt wie bei Luther, Brot nahm, es mit Danksagung brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, solches tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Eine Revision auf 1951. Mein Wunsch bleibt nach wie vor bestehen. Ich hätte gerne die 1951er, so wie sie ist, als Neudruck im ordentlichen Schriftbild, in einem ordentlichen Einband. Das wäre so mein Wunsch. Hier haben sich Leute unbekannterweise, steht nicht da im Buch, es ist nicht erkennbar am Buch, leider eine Revision durchgeführt. Sicherlich viel Arbeit reingesteckt, aber leider erkennt man nicht, wer es war. Das ist immer ein bisschen sakrosant, das finde ich immer schade. Muss eigentlich nicht sein, in einer, wenn man es ganz transparent darstellt. Ich hätte gern die im neuen Druckbild, in einem neuen schicken Einband, etwas größer geschrieben.